Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Michael Hinterleitner und ich bin von der Broker-Vergleichsplattform brokerdeal.de. Wir haben uns für den Sommer 2014 ein ganz besonderes neues Projekt vorgenommen. Und zwar will ich mir in den nächsten Wochen die bekanntesten Social Trading Plattformen zur Brust nehmen, um nachher auch den besten Anbieter des Jahres küren zu können. Social Trading, auch Copy Trading oder Mirror Trading genannt, ist ja mittlerweile oder seit letztem Jahr ein ziemlicher Boom-Sektor. Und wie immer, wenn irgendeine neue Branche stark wächst, da sollte man genau aufpassen, wem man hierbei sein Geld anvertraut. Und zu dieser Aufklärung können wir hoffentlich einen Beitrag leisten, indem wir uns die Anbieter eben ganz genau ansehen. Und zwar nicht nur in der Theorie, mit einem hier auch klar kommunizierten, transparenten Kriterienkatalog, sondern auch mit Echtgeldtests. Das Prinzip des Social Tradings ist ja ein sehr sympathisches. Erfolgreiche Trader stellen ihre Strategien zur Verfügung und die kann man dann ab wenigen Euros als Fan oder auch Follower genannt kopieren im eigenen Handelskonto, ohne dass man dazu selbst noch Aktionen setzen muss. Klingt also nach einer interessanten alternativen Anlageform, sowohl für Neulinge im Bereich Trading oder ohnehin für wenig erfolgreiche Trader, die ja den Großteil ausmachen, oder einfach als Beimischung zum Eigenhandel. In diesem heutigen Video beginnen wir damit, das Angebot von Oanda unter die Lupe zu nehmen. Oanda ist ein in den USA und Großbritannien sehr, sehr bekannter Forex-Broker, der neben Devisen auch noch CFDs auf Indizes, Edelmetalle und Rohstoffe in einer sehr gelungenen eigenen Handelsplattform anbietet, zusätzlich zum MetaTrader 4. Seit einiger Zeit wird verstärkt auch der deutsche Markt in Angriff genommen. Und da uns das Angebot sehr gefallen hat, auch im ersten Echtgeldtest, was die Ausführungen angeht, ist Oanda mittlerweile auch Partner von BrokerDeal. Das hat zur Folge, dass Mitglieder von BrokerDeal beim Handeln über Oanda in den Genuss eines Bonus von bis zu 1000 Euro kommen können. Konkret erhalten Mitglieder 15 Dollar pro Million Umsatz als Gutschrift von uns retour. Das sind dann beispielsweise 0,1 DAX-Punkt pro CFD oder 2 Dollar pro Lot Euro US-Dollar. Da bei Oanda der DAX-Index oft ab 0,5 Punkten Spread handelbar ist, sind das für Mitglieder dann eben sogar nur 0,4 Punkte Spread. Aber egal, ob Oanda jetzt Partner von BrokerDeal ist oder nicht, Sie werden sehen können, dass wir absolut objektiv und transparent vorgehen in der Beurteilung. Da wird niemand bevorzugt, nehmen wir uns kein Blatt vor den Mund, hoffen dann auch auf eine Reaktion der Anbieter auf gefundene Schwächen und sehen uns dann an, wie das aufgenommen wird oder vielleicht sogar umgesetzt wird in nächsten Patches, in nächsten Updates. Details zum Broker Oanda finden Sie in diesem umfangreichen Steckbrief von uns. Wir wollen uns jetzt aber auf sein Trade Leaders Programm stürzen. Da hat Oanda im Vorjahr, ich glaube September 2013, Currency geschluckt. Currency war bis dahin eine brokerneutrale Social Trading Plattform. Da konnte man über verschiedene Broker, Alpari, FXM, auch schon Oanda, eben den Trade Leadern folgen. Was ist die mittlerweile wichtigste Änderung seit der Übernahme dürfte wohl sein, dass kürzlich die Mindesteinlage, um diesen Trade-Leadern folgen zu können, von 2000 Euro auf nur noch 400 Euro gesenkt wurde. Das ist für uns ein Signal, dass Oanda jetzt wohl bereit ist, größere Massen von Followern anzulocken, einfach in Angriff zu nehmen. Dieses Angebot, dieser verringerten Mindestanlage gilt zwar formell nur bis zum 18. Juli 2014. Wer testen möchte und auf Nummer sicher gehen möchte, sollte das also rasch tun. Allerdings bin ich zuversichtlich, dass diese Aktion ausgedehnt oder diese neue Mindesteinlage ohnehin gleich der neue Standard wird. Auf dieser eigenen Trade-Leaders-Programm-Seite von Oanda findet man eigentlich alle Informationen, die das Herz begehrt. Hier werden kaum Wünsche offen gelassen.
Neben den wichtigsten Eckdaten und den häufigsten gestellten Fragen kann man hier auch gleich die Trade Leader mal kennenlernen. In einem Ranking sortiert nach der Anzahl der Investoren. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch gleich, dass nur Echtgeldtrader Follower gewinnen können bei Wanda. Also Demokonten wie bei anderen Anbietern zählen nicht. Ist mir persönlich auch wieder sehr sympathisch, da es ja rein psychologisch schon einen Riesenunterschied macht, ob der Trader mit seinem eigenen Geld drin hängt oder ihm Drawdowns ja sozusagen am verlängerten Rücken vorbeigehen. Wanda bzw. Currency setzen sehr strenge Qualitätskriterien voraus, damit man Trade Leader überhaupt erst werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Risikomanagement. Es darf auch nicht ohne Stop-Loss gearbeitet werden. Und man muss sich mindestens 6 Monate lang bewährt haben, bevor man überhaupt die Freigabe zum Trade Leader erhält. Man muss 6 Monate lang positive Performance mit geringem Drawdown geleistet haben. Diese strengen Vorgaben haben zur Folge, dass hier nicht gerade die Auswahl nicht gerade groß ist. Aktuell sind hier 18 Trade Leader zu sehen. Man sieht auf den ersten Blick auch gleich, welche Strategien verfolgt werden. Also in dieser zweiten Spalte. Und ja, hier ist eigentlich alles zu sehen, von Scalping über Ausbruchstrading bis hin zu Swing Trading. Scheint alles verfügbar zu sein. Trendhandel sehen wir hier. An dieser Stelle muss ich auch noch ergänzen, dass diese Trade Leader nur mit Devisen handeln dürfen. CFDs sind hier nicht dabei. Das soll für genügend Liquidität sorgen und damit hoffentlich möglichst geringe Slippage im Konto des Followers. Ob das dann auch in der Praxis klappt, wissen wir in einigen Tagen. Werden wir auch wieder mit diesem Video in einem Video aufbereiten. Einen genaueren Blick auf die Qualität dieser Trade Leader werfen wir im nächsten Teil. Wir sehen uns jetzt in diesem Teil noch kurz das Vergütungsmodell an. Hier hat sich ebenfalls etwas geändert, und zwar gibt es mittlerweile keinen Spread-Aufschlag von 0,8 Pips mehr. Die Follower kriegen also genau die gleichen Kurse, als wenn man selbst direkt in der Plattform von Wanda handeln würde. Was zum Beispiel im Euro-US-Dollar im Schnitt ein Spread von 1,1 Pip ergibt. Die Trade Leader werden performanceabhängig entlohnt. 20% der erzielten Gewinne werden als Performance Fee einbehalten. 15% von dieser Performance Fee gehen dabei an die Trader. 5% behält Currency. Ganz wichtig ist hier, dass nur bei einem neuen Allzeithoch des Depots eine Performancegebühr fällig wird. Das heißt, wenn der Trader gerade jetzt mal eine schlechte Phase hat, 2, 3 Monate, und sie steigen in dieser Korrektur des Depots ein, zahlen Sie so lange keinerlei Performancegebühr, bis der alte Höchststand übertroffen wurde. Dazu kommt dann noch eine Servicegebühr von 2% pro Jahr. Das macht dann einen geringen monatlichen Betrag von 0,167% der Einlage aus. Uns gefällt dieses Modell ausgesprochen gut, denn so werden die Trader nicht in Versuchung geführt, ihr Volumen oder die Anzahl der Trades künstlich aufzublähen, sondern sie können sich einfach vollends auf ihr Trading konzentrieren und seien es auch nur wenige Trades pro Monat. Wie ihnen das gelingt in der Praxis, wie das Folgen der Trader im eigenen Konto aussieht und welche Schwächen wir dann vielleicht doch noch finden, das sehen wir uns im nächsten Video an. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg an der Börse. Macht's gut und wir sehen uns hoffentlich in Teil 2 der Testserie Social Trading von Wanda.